Willkommen! In diesem Video lernen Sie den Begriff des pädagogischen Takts kennen, mit dem Herbert in seiner ersten Vorlesung über Pädagogik die Aufgabe der Lehrenden bestimmt. Herbert beginnt seine Vorlesung vermutlich schon aus praktischen Gründen mit diesem Problem. Er war in der Nachfolge Kants als Professor für Philosophie und Pädagogik berufen worden und hatte nun Lehramtsstudierende zu unterrichten. Lehramtsstudierende haben naheliegenderweise vor allem das praktische Problem vor Augen, weil sie eben unterrichten wollen. Dem steht das für Herbert als Wissenschaftler relevante wissenschaftliche Problem gegenüber, wie Unterricht verstanden werden kann, wie also das Wollen beurteilt werden kann. Mit dem Theorie-Praxis-Problem thematisiert Herbert also nicht nur ein pädagogisches Grundproblem, sondern zugleich die Qualität seiner Beziehung zu den Studierenden. Neben dem doppelten praktischen Problem hat der Beginn mit dem Theorie-Praxis-Problem für Herberts Theorie vor allem systematische Relevanz. Denn jede pädagogische Theorie muss sich dem Theorie-Praxis-Problem stellen. Das Theorie-Praxis-Problem ist für die Bildungswissenschaft konstitutiv. Um das zu begründen, ist ein Exkurs erforderlich. Erstens ist ein Problem der Bildungswissenschaft, dass es den Gegenstand schon vor der Wissenschaft gab. Wir haben jedenfalls jeden Grund anzunehmen, dass in der Lebenswelt Handlungen und Denkvorgänge, die heute als Erziehung, Bildung, Sozialisation oder Unterricht bezeichnet werden, schon vorhanden waren, bevor es diese Bezeichnung und unser heutiges Verständnis gab. Auch die Wörter gab es offensichtlich, bevor eine Bildungswissenschaft entstanden ist. Das gilt besonders für Herbert,